Hi ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch die Bücher, die ich im September gelesen habe. Insgesamt waren es 5 Stück. Ich kann euch jetzt leider nur noch 4 Stück zeigen, da ich eins der Bücher bereits verkauft habe. Alle Bücher sind trotzdem in der Infobox verlinkt, also schaut da gerne vorbei, wenn euch das näher interessiert. Und da ich diesen Monat 4 Rezensionsexemplare gelesen habe, sind auch hierzu die Rezensionen unten in der Infobox verlinkt. Schaut da gerne vorbei, das würde mich wirklich sehr freuen. Da habe ich auch nochmal alles ein bisschen ausführlicher aufgeschrieben, meine ganzen Gedanken dazu. Und wie gesagt, ich würde mich sehr freuen, wenn ihr euch die Rezensionen auch mal anschaut. Das erste Buch, das ich im September beendet habe, habe ich schon im August angefangen. Und zwar war das Auf ewig dein von Eva Völler, der erste Teil in der Times School Trilogie. Das Buch ist jetzt auch relativ frisch erst erschienen, nämlich im Juli. Und ich habe das vom Bastei Lübbe One Verlag freundlicherweise als Rezensionsexemplar zugeschickt bekommen. Vielen Dank nochmal dafür. Das war mein erstes Buch von Eva Völler, daher war ich sehr gespannt darauf. Ich habe schon des Öfteren gehört, dass ihr Schreibstil sehr ähnlich zu dem von Kerstin Gier sein soll. Und ich wurde hier tatsächlich auch nicht enttäuscht. Ich habe dem Buch 4 von 5 Sternen gegeben. Es war wirklich sehr schön und auch sehr amüsant geschrieben. Es hat sich super leicht lesen lassen. Und auch die Geschichte an sich fand ich echt gut. Es gab ein paar kleinere Schwächen, wo ich mir einfach gewünscht hätte, dass es mal ein bisschen spannender gewesen wäre, dass mal ein bisschen mehr vielleicht Action auch dahinter gewesen wäre. Man kann das Buch auf jeden Fall auch lesen, ohne die Zeitenzauber-Trilogie gelesen zu haben, auch ohne Verständnisprobleme. Also man kommt wirklich sehr gut in die Geschichte rein. Und alles in allem fand ich es auch nicht schlecht. Ich freue mich auf jeden Fall schon zu sehen, wie es weitergeht. Besonders gut hat mir hier der Aspekt gefallen, dass es eben eine Zeitreiseakademie war. Es gibt hier diese Zeitreiseschüler, die aus allen möglichen Zeitaltern kommen. Da hätten wir einmal Ole, der ein Wikinger ist und aus dem 10. Jahrhundert kommt. Fatima, die aus dem orientalischen Raum kommt und auch so, ich glaube, um 1200 oder so oder 1300, irgendwie sowas. Natürlich haben wir hier auch noch Anna und Sebastiano, die man ja aus Zeitenzauber schon kennt, beziehungsweise wenn man es gelesen hat, ich kannte sie jetzt noch nicht. Vor allem Anna war mir hier aber schon auch sympathisch. Sie war zwar manchmal etwas naiv und hat manchmal ein bisschen länger gebraucht, um auf für mich relativ offensichtliche Schlüsse zu kommen. Wenn euch die Bücher von Kerstin Gier gefallen haben, kann ich euch Time School auf jeden Fall mal empfehlen. Als nächstes habe ich dann ein Buch beendet, das ich schon im Juli angefangen hatte, und zwar Perfekt willst du die perfekte Welt von Cecilia Ahern. Und das ist auch das Buch, welches ich schon verkauft habe. Ich habe Perfekt nämlich 3 von 5 Sternen gegeben, weil es mich nicht komplett überzeugen konnte. Leider war es gerade im Mittelteil, wo ich die meiste Spannung und die meiste Action erwartet hatte, sehr zäh und sehr langwierig. Es ist relativ wenig passiert, die Handlung ging sehr schleppend voran. Die Protagonistin Celestine wurde mir zwischendurch immer unsympathischer. Und alles in allem war ich einfach nicht wirklich interessiert am Fortlauf der Geschichte. Gegen Ende hat sich das dann wieder gebessert, es wurde wieder etwas spannender. Und ganz am Ende des Buches wurde das dann auch so schön gelöst. Perfekt ist ja der zweite Teil in der Flawed-Dilogie, also besteht die Reihe insgesamt nur aus 2 Bänden. Und ich war schon sehr gespannt, wie die Autorin diese Dystopie am Ende auflösen würde, was sie sich für ein Ende aussuchen würde. Und tatsächlich muss ich sagen, dass mich das Ende total überzeugt hat und auch der Grund ist, warum Perfekt dann doch noch 3 von 5 Sternen bekommen hat. Ich habe nämlich, glaube ich, noch nie so ein logisches und gut durchdachtes Ende erlebt wie in Perfekt. Es war das perfekte Ende im Prinzip. Es war nicht zu kitschig, es war nicht zu sehr Happy End, es ging auch nicht zu schnell, es war tatsächlich sehr passend auch für die Geschichte an sich, also für das, wie sich die Geschichte im Laufe der beiden Bände entwickelt hat, und deswegen war ich mit dem Ende sehr zufrieden, wurde auch sehr positiv überrascht davon und habe dem Buch im Endeffekt, wie gesagt, 3 von 5 Sternen gegeben. Ich fand es etwas schade, dass Perfekt einfach so ein schwaches Buch war. Es ist auf jeden Fall eine sehr interessante Dystopie, die definitiv sehr gut durchdacht und sehr gut gemacht ist. Für mich persönlich war es aber einfach ein wenig zu langsam. Die Protagonistin war mir nicht wirklich so sympathisch, wie ich mir das gewünscht hätte. Und alles in allem war das auf jeden Fall eine Reihe, die ich nicht nochmal lesen werde, weswegen ich die Bücher auch weggegeben habe. Das nächste Buch ist etwas, was ich so noch nicht gelesen habe, nämlich eine Superheldengeschichte. Und zwar Cold Rough City von Mona Kasten. Dieses Buch habe ich vom Knauer Verlag als Rezensionsexemplar bekommen. Vielen Dank dafür, das hat mich sehr gefreut. Das Buch ist jetzt auch im September erst erschienen und ich war sehr, sehr, sehr gespannt darauf. Denn Mona Kasten ist ja eine Autorin, von der ich bereits ein paar Bücher gelesen habe. Einmal ihre Schattentraum-Trilogie, die mir gut gefallen hat, und auch Begin Again, was ich sogar noch besser fand. Cold Rough City ist jetzt ihr erster Dystopie-Roman bzw. eben Superhelden-Roman und ich war, wie gesagt, sehr gespannt darauf. Ich wurde von dem Buch auch nicht enttäuscht, ich habe 4 von 5 Sternen vergeben. Hier geht es um Raven, die sich seit ein paar Jahren vor einer Organisation namens AID versteckt. Denn Raven ist eine Mutantin, die besondere Fähigkeiten besitzt. Bei AID handelt es sich um eine Organisation, die Experimente an Mutanten durchführt, die Raven und ihren kleinen Bruder Nox in ihrer Gewalt hatten.
Das Leben nach der Flucht ist für Raven allerdings auch alles andere als leicht, denn sie weiß nicht wirklich mit ihren Fähigkeiten umzugehen und fürchtet sich daher auch vor sich selbst. Eines Tages trifft sie auf den geheimnisvollen Wade, der anbietet, ihr beizubringen, wie sie mit ihren Fähigkeiten umgehen kann, und schon bald sieht sich Raven in eine sehr große Verschwörung verstrickt. Wie gesagt, ich fand das Buch echt nicht schlecht. Es war relativ spannend zwischendurch, hätte es mal ein bisschen schneller vorangehen können, meiner Meinung nach, aber das ist immer so ein bisschen Geschmackssache. Es waren definitiv sehr viele Action-Szenen drin, die meiner Meinung nach auch gut gemacht waren. Wie gesagt, ich habe sowas noch nicht oft gelesen, kann das daher nicht ganz beurteilen. Und auch die Charaktere konnten mich überzeugen. Es ist ein relativ kurzer Einzelband, daher, weiß ich nicht, hätten die Charaktere vielleicht in einer Trilogie noch mehr ausgearbeitet werden können, aber gerade wenn man berücksichtigt, dass es sich hier um einen Einzelband handelt, ist es definitiv gerechtfertigt, dass die Charaktere so ein wenig oberflächlich bleiben. Wie gesagt, auch hierzu findet ihr die Rezension mal unten in der Infobox verlinkt, schaut da gerne mal vorbei. Alles in allem ist es definitiv ein empfehlenswertes Buch, man liest es super, super schnell durch, es ist sehr schön geschrieben. Und auch das kann ich euch mal empfehlen, wenn ihr Superheldengeschichten gerne mögt, beziehungsweise wenn ihr sowas auch mal lesen möchtet. Das nächste Buch, das ich dann gelesen habe, war mein absolutes Monatshighlight, und über dieses Buch könnte ich jetzt stundenlang schwärmen. Das werde ich aber nicht machen, sondern ich werde euch nur einfach kurz ein bisschen erzählen, warum es denn so toll ist. Und zwar ist das Unsere verlorenen Herzen von Crystal Sutherland. Dieses Buch habe ich vom CBT Verlag als Rezensionsexemplar zugeschickt bekommen. Vielen, vielen Dank dafür. In diesem Buch geht es um Henry, der noch nie verliebt war, bis er Grace kennenlernt. Denn Grace sieht nicht nur ein wenig verwahrlost aus und trägt Jungsklamotten, sondern ist auch an sich sehr geheimnisvoll und zurückhaltend. Sie gibt sehr wenig von sich preis und zieht Henry mit ihrer geheimnisvollen Art immer weiter in ihren Bann. Mir hat das Buch deswegen so gut gefallen, weil die Autorin es hier geschafft hat, ein wirklich sehr einzigartiges Young Adult bzw. Contemporary Buch zu schaffen, das sich meiner Meinung nach schon sehr von den anderen Contemporary Büchern abhebt, die ich in letzter Zeit gelesen habe. Henry war mir als Protagonist sehr sympathisch. Er hat mir wirklich echt gut gefallen. Ich habe noch nicht oft Contemporary-Bücher aus der Sicht des männlichen Charakters gelesen, aber hier wurde ich wirklich total davon überzeugt, denn Henry war mir einfach so sympathisch. Ich konnte wirklich richtig mit ihm mitfiebern, beziehungsweise das auch alles mit ihm miterleben, und konnte mich wirklich auch gut in seine Perspektive hineinversetzen. Aber auch die anderen Charaktere, die in diesem Buch vorkamen, fand ich sehr gut gemacht. Es gab ja auch ein paar Freundschaften, die nicht so 0815 Freundschaften waren, beziehungsweise die auch keine perfekten Freundschaften waren, sondern einfach sehr realistisch, wo man sich auch mal streitet, wo man auch mal unterschiedlicher Meinung ist. Und das hat mir persönlich auch einfach sehr gut gefallen, dass das hier so realistisch dargestellt wurde. Am allerbesten fand ich aber die Liebesgeschichte, um die sich dieses Buch quasi dreht, denn auch die war sehr realistisch. Oftmals wurden hier Entscheidungen getroffen, worüber man selbst nur den Kopf schütteln konnte und sich nur gedacht hat, wieso genau machst du das, was hast du dir dabei nur gedacht? Aber im Prinzip ist es nicht genau so. Tut nicht jeder, der irgendwie frisch verliebt ist und das erste Mal sowas durchmacht, Dinge, die andere Leute nicht verstehen und die einfach unverständlich für jeden Außenstehenden sind. Das hat mich hier wirklich echt begeistert. Das war zudem auch sehr schön übersetzt, beziehungsweise auch sehr schön geschrieben. Ich habe in das englische Original auch reingelesen, das ich nämlich als E-Book habe. Und alles in allem war ich einfach nur begeistert von dieser Geschichte. Es gab sehr, sehr tiefgründige Aspekte auch, die einen echt zum Nachdenken angeregt haben. Es gab auch einen kleinen Spannungsaspekt, da man bei ein paar Sachen am Anfang nicht wusste, was genau ist da los, wieso ist es so, wie das jetzt ist, und beziehungsweise was steckt hinter so ein paar Dingen. Und es war sehr interessant, das auch herauszufinden im Laufe des Buches, und das Ende war so grandios gemacht. Also wirklich, ich kann euch dieses Buch nur empfehlen. Auch das Cover und den Titel finde ich so gelungen. Das muss ich wirklich mal sagen. Also hier wirklich ein ganz, ganz großes Kompliment an den Verlag. Das ist wirklich eins der gelungensten Cover, die mir seit langem untergekommen sind. Auch der Titel gefällt mir sehr gut. Er ist relativ ähnlich an den Originaltitel. Auf Englisch heißt das Buch Our Chemical Hearts. Und Our Chemical Hearts kommt auch direkt mal in dem Roman vor. Also ist wirklich ein Zitat aus dem Roman. Unsere verlorenen Herzen glaube ich nicht, aber der Titel ist dennoch sehr, sehr zutreffend. Und auch dieses Cover passt so perfekt zum Buch. Also ich kann euch wirklich nur sagen, ein so, so, so perfektes Cover habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Wenn ihr das Buch gelesen habt, dann versteht ihr bestimmt auch, warum dieses Cover so grandios ist. Aber wirklich großes, großes Kompliment an den Verlag. Auch hierzu ist die Rezension unten verlinkt. Schaut da gerne mal vorbei. Würde mich wirklich sehr freuen. Und wenn ihr das Buch gelesen habt oder beziehungsweise auch lesen wollt, lasst mir auf jeden Fall einen Kommentar da, wenn ihr es gelesen habt und wie ihr es fandet, ob ihr es auch so toll fandet wie ich. Das letzte Buch, das ich dann im September gelesen habe, war ebenfalls wieder ein Rezensionsexemplar, und zwar Selkie von Antonia Neumeier aus dem Heine Verlag. Und diesem Buch habe ich 3 von 5 Sternen gegeben. Hier geht es um Kate, die mit ihrer Familie auf Sharpensay lebt, einer Insel nördlich von Schottland.
Ihr sehr idyllisches Leben wird aber vom einen Tag auf den anderen komplett durcheinander gebracht, als ihr Bruder Gabriel von einer Gruppe Männer mitgenommen wird. Kate möchte herausfinden, warum diese Männer Gabe mitnehmen, was sie mit ihm vorhaben und folgt ihnen deswegen unbemerkt auf das Boot, mit dem sie Sharp and Zay verlassen wollen. Dort trifft sie auf Ian, der ebenfalls als blinder Passagier auf dem Boot ist. Und als die beiden in Schwierigkeiten geraten, springt sie mit ihm vom Boot in den eiskalten, tiefen Ozean, ohne zu wissen, worauf sie sich da eingelassen hat. Wie der Titel vielleicht auch schon verrät, geht es hier um Selkies, was aber erst sehr spät in diesem Buch thematisiert wurde. Zu Beginn war das sehr lange kein wirkliches Thema, beziehungsweise wurde auch selten aufgegriffen. Die Protagonistin Kate hat auch sehr, sehr lange gebraucht, um zu erkennen, was sich hinter so ein paar Sachen verbirgt. Und das hat mich persönlich auch schon echt ein bisschen gestört, muss ich sagen, da die Selkies, glaube ich, erst zum letzten Drittel des Buches wirklich eine Rolle gespielt haben. Auch die Spannung kam erst gegen Ende wirklich in das Buch. Die letzten 100 Seiten waren sehr gut und auch sehr actionreich, sehr spannend, sehr interessant. Und ich hätte mir einfach gewünscht, dass es vielleicht schon ein bisschen früher so gewesen wäre. Dann hätte das Buch definitiv eine bessere Bewertung bekommen. An sich war es nämlich sehr schön geschrieben, hat sich echt gut lesen lassen. Vor allem dafür, dass es der Debütroman der Autorin ist, war ich davon sehr beeindruckt. Ja, ansonsten, die Charaktere fand ich allesamt nicht schlecht, allerdings war Kate mir jetzt nicht so sympathisch, wie ich mir das gewünscht hätte. Am interessantesten fand ich eigentlich Ian, der auch immer noch so ein bisschen geheimnisvoll bleibt und über den ich gerne auch noch mehr erfahren würde in den Folgeteilen. Der Aspekt mit den Selkies hat mir auch gut gefallen, wie das alles eingeführt wurde, dass es allgemein um so mythische, mystische Kreaturen geht, um die Legenden Schottlands und dieser Inselgruppen. Das fand ich an sich alles nicht schlecht, allerdings hätte ich mir da auch ab und zu mal ein paar mehr Erklärungen gewünscht. Alles in allem fand ich das Buch nicht schlecht, es war stellenweise einfach ein wenig zu langsam, ein bisschen langweilig sogar. Und ich bin definitiv gespannt auf die Fortsetzungen und hoffe, dass die dann einfach ein wenig actionreicher und ein wenig schneller an sich vorankommen. Das waren alle Bücher, die ich im September gelesen habe. Lasst mich gerne wissen, ob ihr eines der Bücher schon gelesen habt und wenn ja, wie ihr es fandet. Oder auch, was ihr allgemein im September gelesen habt und was euer Monatshighlight war vor allem. Meins war ja definitiv Unsere verlorenen Herzen. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wenn ihr es könnt ihr mir auch gerne einen Daumen nach oben geben und abonniert gerne meinen Kanal, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Ich wünsche euch allen eine schöne Zeit und hoffe, dass wir uns beim nächsten Video wiedersehen. Tschüss!